Vorab erstmal vielen Dank an EA, dass sie mich eingeladen haben, Season 11 vorab testen zu dürfen. Ich starte heute mit der Battle Pass Übersicht. Ich zeige euch alle interessanten epischen und legendären Sachen. Ich zeige euch aber nicht den ganzen blauen Kram. Wer eine 100% Übersicht über den kompletten Battle Pass haben möchte, schaltet hier oben das Video ein, was ich euch verlinke. Auf meinem der Apex Inspector Kanal zeige ich euch alles von A bis Z, von Music Packs bis hin zu allem, was man da halt so sieht. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und vorab natürlich schon mal, schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn das Video zu Ende ist, was ist euer Favorite Skin, egal ob Waffe oder Legende. Wir fangen hier an, wenn wir den Battle Pass kaufen, haben wir direkt schon mal drei epische Skins. Wraith, Mirage und einmal Loba. Dann haben wir hier Loba. Also das ist der, der von allen dreien am besten gefällt. Lila Haare, sieht extrem geil aus. Ja, ultra schick, wie ich finde. Und hier diesen Bokeh Bow Skin, den finde ich. Also wer Horizon Zero Dawn schon mal gespielt hat, der kann mir gerne in den Kommentaren mal beipflichten. Habt ihr auch das Gefühl, der sieht den Bogen aus Horizon Zero Dawn extremst ähnlich. Es ist zwar schon eine Weile her, als ich das gespielt habe, aber ja. So, dann haben wir, wie gesagt, die Music Packs und so, das überspringe ich alles, außer hier so ein paar Loading Screens, wie der zum Beispiel von Ash, den ich sehr, sehr schick finde. Hier sieht man sogar die Ratte auf ihrer Schulter und hier das Schwert sieht ultra nice aus. Ich gehe übrigens nicht davon aus, dass das ihr Erbstück wird, weil dann kennen wir es ja jetzt schon, macht keinen Sinn, so ein bisschen wie bei Loba. Hier mit ihrem Shop und dem Wolfsstab, das dürfte mit Sicherheit auch nicht ihr Erbstück werden. So, hier haben wir einen Gunscharm, das ist so eine Art Helm. Alle Skins, allesamt, so ein bisschen in so einem, ich sag mal, Indianerstamm, Inka-Style gedöns. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Hier haben wir noch einen Gunscharm, der so ein bisschen aussieht wie Loba mit Helm. Die lila Zöpfe finde ich ganz cool. Hier haben wir einen Loading Screen aus dem Stories from the Outland Trailer zu Season 11 rund um Ash. Extrem nice. Genau, das war das. Muss man mal gucken. Hier haben wir den ersten legendären Legenden-Skin auf Stufe 25. Der Mirage-Skin. Desert Mirage nennt er sich. Ich bin auf eure Meinung gespannt, was ihr zu diesem Style von Skins haltet. Also das, darauf muss man schon stehen, wenn man sagt, dass die ultra nice sein sollten. Dann haben wir auch diesen Loading-Screen. Finde ich extrem genial. Von Ash. Können wir mal so ein bisschen interpretieren, wo die Seele gerade quasi in das Simulacrum wandert. Sieht absolut stark aus. Achso, hier oben, den hätten wir fast vergessen. Das ist der Gunscharm zum Mirage-Skin. Was haben wir noch Schönes? Wir haben, wir wollen ja auch nicht alles überspringen versehentlich. Die überspringe ich mal so ein bisschen, den einen kann ich ja hier mal zeigen. Das ist so ein bisschen wie gezeichnet oder als würden die Texturen fehlen. Ash mit ihrem Schwert haut einfach mal Pathfinder den Arm weg. Freche Geschichte. Hier haben wir so eine Art Schweißermaske, sehen wir an dem R-Logo von Rampart. Dürfte eigentlich Ramparts Helm darstellen oder Schweißermaske eben. Sieht cool aus. Moment, hat man den schon? Ja, das war das Bild. Dann haben wir hier, Moment, hier haben wir noch eins. Ach, das ist so ein gezeichnetes. Wir haben hier den Level 50 Gibraltar Skin. Und halt doch die Luft an, der springt dir förmlich direkt ins Gesicht, so massiv wie dieser Skin ist. Ja, sieht schon extrem heftig aus, wie ich finde. Wie gesagt, vergesst nicht, in den Kommentaren mal zu schreiben, was so euer Favorite ist von dem ganzen Spaß. Dann haben wir hier den nächsten Gunscharm. Hier kann man nur rein interpretieren, für wen der sein könnte. Dann haben wir hier noch ein Ash Music Pack. Ich tease es nur mal kurz an und seppe dann aber jetzt direkt gleich weiter. Dann kommt als, haben wir hier oben noch ein Bild gehabt? Nee, hier haben wir noch einen Screensaver, der nicht sehr interessant ist. Hier, also wer schon lange dabei ist und mindestens schon ein Halloween-Event gespielt hat, der dürfte wissen, was das hier darstellen soll. In den Halloween-Events bei Kings Canyon After Dark sind uns die Spinnen manchmal aus der Lootbox gesprungen. Hier haben wir ein Emote für Rampart. Sieht ganz cool aus. Absolut stark. So, dann haben wir, naja, das ist halt selten, ist nicht so besonders. Wir haben hier noch, das sieht eher so aus, ein bisschen Octane-Style, würde ich jetzt einfach mal behaupten, die Maske. Beziehungsweise dieser Gunscharm. Dann haben wir, was ist das hier? Alles klar.
Das würde ich behaupten, gehört entweder zu Caustic oder zu Bloodhound. Ich würde eher zu Bloodhound tendieren. Bleed Time Zero passt vom Namen her eher zu Bloodhound. Und Moment. Okay. Okay. Was haben wir hier? Ebenfalls noch ein Gun-Charm. Hier, dieser Skydive, der ist auch ganz cool für Walk. Das sieht ganz cool aus. Dann haben wir hier einen 301-Skin, der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Muss ich sagen. Ach, die 301 hat so viele geniale Skins. Das ist Wahnsinn. Doch, gefällt mir absolut gut. So, und jetzt natürlich das Interessanteste ganz zum Schluss. Wir haben hier den 100er Prowler-Skin. Sieht extrem nice aus. Ich hätte mich vielleicht gefreut darüber, wenn die Prowler mal ein anderes Visier bekommt als das Standardvisier. Weil ich komme zum Beispiel mit dem Standardvisier so null klar. Moment, ich mache mal kurz die Kamera ein bisschen höher, damit ihr auch seht. Moment, jetzt muss ich nochmal zurück machen, damit ihr die Animation noch so ein Stück weit seht. Im Endeffekt wird es so sein, dass dieses Video eigentlich fast genauso lang geht wie auf dem Drittkanal. Bloß, dass ich hier ein bisschen detaillierter einfach alles zeige. Also alles, was interessant ist. Ich finde den stark, den Skin, ohne Scheiß. So, jetzt haben wir noch den 110er Skin. Was sagt ihr? Ist der 100er schöner oder der 110er? Ich kann mich noch nicht so genau entscheiden. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr verspielt. Und jetzt lassen wir hier mal noch die Animation durchlaufen. Und dann haben wir es mit dem Season 11 Battle Pass schon wieder geschafft. Und ich bitte euch natürlich jetzt schon mal darum, meinen Kanal zu abonnieren. Vergesst nicht, den der Apex Inspector Kanal zu abonnieren. Dort gibt es weiterhin fortlaufend exklusiven Season 11 Content. Ich gehe aktuell jetzt davon aus, dass ich noch nicht alles hochgeladen habe, denn die Videoaufnahme ist vom 20.10. Dann wisst ihr, wie lange ich schon den Early Access habe und wann ich es eigentlich veröffentlichen konnte. Ladies and Gentlemen, das war's von mir. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Haut rein.